haben heute Lust auf was Bayerisches. Deshalb machen wir jetzt ganz frisch selber Brezel. Mit dicken Weißwürsten, die wir auch in den Hosen haben. Aber wir nehmen welche aus dem Kühlregal. Und natürlich machen wir das ganze Video in Akzent, weil sonst wäre es ja langweilig. Deshalb rede ich jetzt ein bisschen Bayerisch. Das ist nicht Bayerisch. Stimmt. Ich kann auch kein Bayerisch. Das ist ja überhaupt kein Bayerisch. Lass uns einfach anfangen. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Mehl, ein bisschen Milch, Butter, Hefe, Natron, Gröbelsalz, süßer Senf, dicke Weißwürste und natürlich ein Aperitif. Als erstes machen wir einen Hefeklumpen mit Zucker und einen Schuss Milch. Und dazu brauchen wir einen kleinen Teil von 300 Milliliter Milch. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ich das jetzt erstmal abmesse. Steve, sag Stopp. Stopp. Hast du es jetzt? Ja. Hast gut gemacht. Zucker. Ein Teelöffel. Eine diese. Oh, so viel. Ein halber Löffel Würfel Freschhefe. Okay. Wir brauchen zwei davon. Oh, die Verpackung sieht sehr unzerstörbar aus. Seht ihr? Okay, erste Hefe ist kaputt. Das ist die erste Hefe, nicht die erste Hilfe. Sie kommt, um dich zu bringen. Hefe sieht immer so komisch aus. Ein kleiner Schuss von der Milch. Das Ganze lassen wir jetzt eine Viertelstunde lang gehen, also... Geh! Du bist frei! Was machen wir jetzt? Aperitif! Meins war besser. Sie, jetzt sind 15 Minuten vorbei, mal gucken, was der Rick jetzt so macht. Was macht ihr da? Hast du doch gerade etwa... Hast du da... Wieso ist das nicht scharf? Was ist das denn? Dies ist... Pampe. Ich habe noch nie was mit Hefe gemacht, du. Außer doch, eine Pizza. Sex. Und riechen tut's nicht. Da kommt jetzt der andere Shit rein. Du hast da wirklich getroffen. Ups. Jetzt ist der Löffel drin. Mensch, Steve. Ich wollte nur reingucken. Mann, der ist jetzt voll mit Hefezeug, was da drin sein müsste. Jetzt müssen wir den mitbacken. Halbes Kilo. Wir machen Brenner Schnauze. Ich glaube, wir brauchen das ganz genau, oder? Ja, Brenner Schnauze ganz genau. Und jetzt brauchen wir noch 40 Gramm Butter. Jetzt brauche ich den Löffel. Ich wette, am Ende ist alles versaut, weil du den Löffel da reingeschmissen hast und dann nicht genug Hefe oder sowas da drin ist. Mm. So ein Stückchen hier. Fertig. Nein, jetzt muss das halt zu einem elastischen Teig geformt werden. Aber ich hasse das immer, dieses mit den... die Butter hier. Ich hasse das Kneten. Ich habe das Gefühl, da ist zu viel Milch drin und zu wenig Teig. Dann mach doch ein bisschen mehr Mehl rein. Machen wir gleich. Erstmal. Oder ich mach das einfach für dich. Ey. Reicht. So fühlt es sich bestimmt an, eine Brust in der Hand zu haben. Also die Brust klebt da nicht so an den Händen. Glaubst du? Aber du hattest ja noch nie das Vergnügen. Sagt der Junge, der denkt, dass sich so eine Brust anfühlt. Ja, also wer hat hier noch nicht eine Brust in der Hand? So, das muss jetzt ins Warme und zwar so lange, bis es sich verdoppelt, also eine halbe Stunde. Also, und was machen wir jetzt so lange? Aber unsere Brezel ist fertig. Yay, Brezel. Ja, also, können wir jetzt ja aufhören, ne? So, Edgar, tschüss. Daraus machen wir jetzt Brezeln. Ey, der ist ja mindestens einmal so groß geworden wie vorher. Vorbereitung. Weil jetzt nehmen wir uns hier mal so ein Stückchen raus. Und, was machen wir damit? Daraus mache ich jetzt eine Sache. Warte mal. Du formst daraus Rollen und weiter. Und dann mache ich eine Brezel draus. Ich mache eine dicke, lange Rolle draus. So, weißt du? Inspiriert von? Hä? Penis. Ist das jetzt dünn genug? Keine Ahnung. Vergleich es doch mit deinem Penis. Ich habe aus meinem Penis noch nie eine Brezel gemacht. Dann ist heute das erste Mal. Wie war denn jetzt nochmal eine Brezel? Ich war doch irgendwie... So. Ja, dann musst du sie noch wickeln. Sie sind noch einmal gewickelt. Ach so, so, was? Ja. Ah, genau. Ja. Ey! Du machst mir den Anschluss. Fass meine Kackbrezel nicht an, Alter. Du versaust sie nur, Decker-Style. Ja, das war voll gut. Wuhu! Ey, Fresse. Das ist meine wunderschöne Brezel geschwungen, gerollt und... Also ich würde es Rosette nennen. Ja, Rosettenbrezel. So, das stellen wir jetzt für eine Stunde kalt. Und dann wird das zerätzt. Nee, es wird ja eben nicht verätzt, sondern das Gegenteil von ätzend. Es wird entsäuriniert. Genau, ja, eine Lauge. So, wir haben da mal was vorbereitet. Oh, ich tropfe auf den Boden. Langsam. Ich frage mich vor allem, wer Hefe erfunden hat. Welcher Idiot hat Hefe erfunden? Das wurde nicht erfunden. Ach so? Es wurde gefunden. Jetzt werden wir das 30 Sekunden lang hier drin brutzeln lassen. Oh, die wird ganz schrumpelig. Das sieht aus,
Wie ein beiger Kothaufen. Ein wunderschöner beiger Kothaufen? Ja, ein wunderschöner Koter Beigehaufen. Ich glaube, es ist jetzt schrumpelig genug. Der Kot ist fertig gekocht. Wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht selber mit kochendem Natronwasser... Wieso? Damit, weil wir uns sonst entsäurinieren würden? Nee, weil es heiß ist. Oh nein! Es ist etwas Kot abgebrochen! Nein! Das hat echt super gut funktioniert. Aber wie soll das auch klappen? Man kann einfach nicht so einen Teig da in kochendes Wasser backen und dann noch erwarten, dass er danach fest bleibt. Das kommt jetzt in den Backofen. Wir haben das Salz vergessen. Es kann angerichtet werden. Also gut aussehen tut das Ding ja was auch. Das ist halt eine Hühnchenkeule. Eine das ist eine Hühnchenkeule. Wie eine Brezel. Wie eine Brezel. Ja. Aber? Übrigens noch nie süßen Senf gegessen und Weißwürste. Du wirst es nehmen und die Brezeln sind eigentlich gar nicht mehr schlecht geworden. Mädels, ich zeige euch mal ganz kurz einen Tipp, was ihr machen solltet mit euren Freunden. Ja? Und zwar nehmt ihr sein Würstchen und dann macht ihr... So, da steht da total drauf. Macht es einfach, das ist voll geil. Das schmeckt voll nach Brezel. Ich weiß nicht, haben wir daraus gelernt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da drüben unser letztes Kochenvideo und darunter unser überhaupt letztes Video, was wir jemals gemacht haben. Sommer war es Winter. Check das out. Und letztes Mal haben wir Kekse gebacken mit Dominik. Dieser süße Senf schmeckt nicht. Hast du einen Tumor?